Und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Teil hier bei Mordors Schatten in Mittelerde. Mit mir von der YouTube Let's Plays als Hobby. Auf der Suche nach Streit, um stärker zu werden. Einmal da oben. Sobald man sowas startet, sind die ganzen Gegner erstmal alle weg. Eine Machtprobe. Ach, sowas schon wieder. Oder ist der, dass der vorhin aufgestiegen war? Nun öffne den Käfig! Du vergisst, dass ich dich bereits getötet habe. So wiederholt sich alles. Ja, ja, es ist so. Aber das Vieh kommt alles zu mir, das gibt's doch nicht. Hallo? Ja, schön, dass es überlebt hat. Wann stirbt er denn? Nur noch ich. Ja, hast Niederlagen, Schweiz. Lass mich dich zerstören. Geht doch. Er hat mich einmal getötet, nicht nochmal. Das ist dein Ende. So, okay. Den Hammer. Die Rache war uns. Dann gehen wir jetzt hier hin. Ich weiß gar nicht, sind wir jetzt mal von der Machtposition ein bisschen aufgestiegen? Hinrichtung jetzt verfügbar, das ist schön. Jupp, wir sind aufgestiegen. Ah, siehst du das mit diesem Schulterstoß? Das habe ich irgendwie... Warte mal, wo war das denn jetzt? Das hier, ne? Verbessert Sprintangriffe. Leertaste gedrückt hatten und dann linke Steuertaste drücken. Das habe ich schon mal vergessen, ja. Wir haben keinen Fertigkeitspunkt. Von 8 auf 5. Wow. Das ist das Einzige, was ich verbessern kann. Was soll denn Mist? Ach so, das hier ist alles. Also das hier zumindest. Ist Hauptaufgaben. Bedingt, okay.
Und das hier Nebenaufgaben bedingt. Dann sollten wir doch vielleicht ein bisschen erstmal weitermachen mit den Hauptaufgaben, oder? Guck mal hier, Stufe 6, was ist denn das? Hört den Nahkampfschaden bei hohen Trefferserienwert 30 plus um 16%. Das kann man, gibt es doch bestimmt schon immer. Guck mal, was Legendäres. Bei einem letzten Schutzerfolg werden Fokus und Elbengeschosse vollständig wiederhergestellt. Auch nur. Erhöht den Nahkampfschaden beim mittleren Trefferserienwert 15 bis 29 um 19%. Das ist doch auch schon mal gut. Um 18. 16. Schaden von 20% bei einem kritischen Treffer 5 Munition zu erhalten. Stellt bei einem Klingehageltötung 11% Gesundheit wieder her. Erhöht den durch Waffen verursachten Schadenangriffen von hinten. Ja, von hinten ist Blödsinn. Plus 6 Verteidigung gegen Fernkampfangriffe. 4. Das hier ist doch nicht verkehrt, ha? Huh? 16% Verteidigung gegen Fernkampfangriffe habe ich hier schon. Und trotzdem macht mir das doch einen blöden Schaden hier. Scharfes Auge, bei Schleichtötung mit dem Bogen werden 31% Fokus wiederhergestellt. Was haben wir denn noch so? Chance von 31% bei jeder Aufzehrung oder Brandmarkung 4 Elbengeschosse zu erhalten. Chance von 20% bei einem Ritt auf einen Bestienfäde, bla bla bla. Bei einem tödlichen Kopfschuss 30% Fokus zu regenerieren. Festnageln. Chance von 40% einen tödlichen Kopftreffer 10 Gesundheit zu regenerieren. Ist das Beste quasi. Was ist das? Stell eine Schleichtötung und 16% Gesundheit wieder her. Guck mal, hier haben wir noch was. Mehr Moralschädigung. Greifabstecher, was ist das denn? Hm. Hier gibt es nicht wirklich was Besseres. Na gut, weiter geht's. Über wen beklagen wir uns hier alle? Ratback, ja, hörst du, Idiot, eigentlich nie zu? Wenn man bedenkt, wie häufig unsere Hauptmänner sterben, ist er mir all den Ärger nicht wert. Habt ihr das gehört? Schnapp den Sklaven! Du bist tot! So, was haben wir hier? Ein Überfall. Na gut, dann bringt uns jetzt diese Machtkämpfe noch gar nicht mal so allzu viel, ne? Ich glaube, da hat sich etwas bewegt. Menschenabschaum! Dämlicher Bastard! Du hast alles ruiniert! Ja, immer doch. Ah, da komme ich noch nicht so klar. Ach komm. Ich
Diese Shitkämpfer sind echt schlimm. Geht doch, okay. Überfall gelöst. So stark war er gar nicht. Ah. Okay. Dann, würde ich sagen, machen wir doch erstmal mit den Hauptaufgaben weiter. Damit wir hier mal ein bisschen weiterkommen. So, das hatten wir ja schon mal. Pass beim Grog besonders auf. Ich hör dir der Grafen. So, machen wir das Ganze nochmal. Mal gucken, ob wir das wieder von vorne machen dürfen. Können wir ja auch so rein? Nee. Also, dass es gegen diesen einen Hauptmann doch so schwierig wird, hätte ich nicht gedacht. So, das hier kennen wir ja schon. Ein bisschen Glück haben die Uruks den Zweck des Schießpulvers noch nicht entdeckt. Wir okay. Müssen meine Männer befreien, um das herauszufinden. Bringt tatsächlich doch wieder von vorne an. Die schwarze Hand hervorlocken kann? Ich hoffe es. Der Feind versammelt sich an den Uruk-Höhlen, wo meine Männer in Ketten liegen. Ich hoffe, auch Eren befindet sich dort. Ich kümmere mich um die Uruks. Vielleicht sollten wir uns einer List bedienen und die Schwäche dieser Bestien ausnutzen. Grog, hast du je von Hitlers gehört? Es ist ein Kraut und dient nur einem Zweck, dem Vergiften von Orks. Folge mir. Als ich das Schwarze Tor verließ, wurde ich bald krank. Es war Eren, die mich gesund pflegte. Ist sie der Grund, dass du dem Stamm beigetreten bist? Gründe gab es viele, doch sie ist mir der teuerste. Es gibt so viele Lager, in die sie meine Frau verschleppt haben könnten. Glaubst du, dass sie ausgerechnet in diesem ist? Mein Herz sagt ja. Ich hoffe für dich, dass dem so ist, Hiergon. So, auf ein neues, ein bisschen Kraut sammeln gehen. Ich halte nach den Uruks Ausschau. Sieh dich vor, Waldläufer. Ah, das Kraut kann man so sogar sehen. Okay. Selbst hier sind jetzt Stärkere mit dabei, okay. So, hier haben wir eine. Wo waren die anderen nochmal? Und hier hinten, glaube ich, irgendwo, oder? Na, da. Voll dran vorbeigerannt anscheinend. Es gibt noch mehr Pflanzen dort drüben. Folge mir. Weiter geht's. Soweit waren wir ja schon mal. Doch da musste ich ja aufhören. Wo habt ihr dieses Schießpulver gefunden? Wir sind einen Tausch mit einem Zwerg eingegangen. Wir nahmen sein Pulver und ließen ihm unsere Fußspuren. Ein gutes Geschäft, wenn du mich fragst. Du beweist dich als ein starker Anführer. Für einen Deserteur. Das liegt daran, dass ich all die harte Arbeit Männern wie dir überlasse. Hab gehört, es sind noch mehr Krieger hierher unterwegs. Toll!
Das hat noch gefehlt. Noch mehr Maden, die unseren Grog stehlen. Wollen wir die nicht alle umlegen? Ein bisschen mal hin. Sag doch was, dass wir nach links müssen. In Mordor sind selbst die schönsten Blumen tödlich. Es gibt hier weit schlimmere Dinge als Blumen. Was für Kräuter soll ich sammeln? 1, 2, okay. Die Schmieden arbeiten seit ein paar Tagen ohne Unterlass. Du weißt, was das bedeutet. Okay. Ja. Und eine war, glaube ich, hier hinten irgendwo, ne? Auch da hinten. Hä? Hey? Hab ich die schon wieder übersehen? So, wo müssen wir jetzt hin? Ich hielt es nicht für möglich, dass Sauron je zurückkehren würde. Dunkelheit fällt über Mordor. Bald wird es unmöglich sein, ihr nicht anheimzufallen. Als wir merkten, dass wir die Orks nicht bekämpfen konnten, begannen wir uns als Sklaven zu verkleiden. Wir schlichen uns in Lager, um die anderen zu befreien. Eine kühne Strategie? Keinesfalls. Oftmals endeten wir bloß selbst als Sklaven. Zumindest waren wir schon entsprechend gekleidet. Als die Ausgestoßenen mich einst retteten, sagten sie mir, du führtest die Jagd um meinen Kopf an. Ich habe mich freiwillig gemeldet. Wenn du gefangen genommen worden wärst, hätten unsere Waldläufer dich getötet. Dieses Schicksal wollte ich dir ersparen. Mhm. Wo rennen wir eigentlich hin? Hier oben. Wir haben nun bald genug Gift für unsere Zwecke. Ich bin bereits auf dessen Wirkung gespannt. Die war gut versteckt. Ja, okay. Das war ja wohl keine Herausforderung, die noch alle einzusammeln. Was ist dein Job gewesen? Das sollte reichen. Jetzt musst du es ihnen nur noch in den Grog mischen. Werden die Orks das Gift nicht riechen? Nein. Aber wenn sie dich sehen, werden sie sicher nicht davon trinken. Die Uruk sind am vorderen Tor stationiert. Halte dich zum Wohle meiner Männer in den Schatten verborgen. Ich hole meine Männer und warte. Sobald das Lager sicher ist, werden wir das Schießpulver an uns nehmen. Mhm. Denk daran, Talion. Lass dich nicht erwischen. Die Uruks haben Sklaven schon für weitaus weniger getötet. Fähigkeit freigeschaltet. Grog vergiften. Super Fähigkeit. Nachdem Uruks davon dringen werden, alle Überlebenden misstrauisch und beginnen sich gegenseitig zu bekämpfen. Zusätzliche Ziele 5. Was? Eliminiere Uruks durch Schleichtötung. Dummkopf Krosch ist allein in die Höhlen gelaufen. Was wollte er damit beweisen? So stark ist er nicht. Das wäre schon mal Nummer 1.
Das wäre Nummer 2. Das wäre Nummer 3. Und 3 Stück auf einem Platz kann ich natürlich nicht mit dieser Schleichtötung umbringen. Muss die feiern. So, da links habe ich irgendwo einen Bogenschützen. Das sind 3 Stück, die kriege ich nicht in Schleichtötung. Alter, sind hier viele. Habt ihr den neuen Hauptmann schon gesehen? Nee, der hört sich am Haufenscherer. Schlimmer als der letzte kann er nicht sein. Wenn McCoy nicht erstochen hätte, hätte ich es getan. So, das ist der 5. Kein Wunder, dass dieses Zeug so gut brennt. Die Jäger wissen, wie man es macht. Sie brauchen kein Schild, um sich dahinter zu verstecken. Die brauchen nur einen spitzen Speer und ein bisschen Kraft im Arm. Schleicht da jemand umher? Jemand hat ihn getötet! Der nervt ein bisschen. Okay, jetzt ist er weg. Ich bilde mir Dinge ein. Ich habe mich auch schon zu Tode gelangweilt. Das hat nicht gezählt. Jetzt. Nein! Dieser Gestank. Unvorstellbar, wie sie das nur trinken können. So, noch 2 Stück. Warum müssen die alle da unten sein? Ach, komm schon. Jetzt gilt es nur noch zu warten.
Okay. No. Komm mit mir. Komm mit mir. Auftrag abgeschlossen. 600 XP. Na, immerhin. Einen Fähigkeitspunkt erhalten. So, was können wir denn damit jetzt machen? Nicht viel. Was gibt's denn hier so Schönes? Klingenmeiß reduziert die Treffer sehr. Achso, ja, das haben wir vorhin schon gelesen. Die Fähigkeit, einen Schlag einzustecken und dass die Trefferserie zurückgesetzt wird. Auch nicht verkehrt. Todesdrohung. Sprich bei einer feinen Todesdrohung gegen einen Hauptmann aus. Durch Todesdrohung erhältst du epische Ruhm von Häuptlingen. Außerdem erhöhen sie die Wahrscheinlichkeit, um 30% von Hauptmännern epische Ruhm zu erhalten. Oh, dein Ziel erlangt Macht und wird Gefolgsleute um sich scharen. Okay, das klingt eigentlich gesagt auch nicht verkehrt. Dolchhagel, das brauchen wir nicht. Brandpfeil. Wenn ein Treffer aufgeladen ist, kannst du einen Brandpfeil verschießen. Brandpfeile verursachen heftige Explosionen, wenn sie auf Lagerfeuer oder Fässer geschossen werden. Verbessert Geistbetäubung, sodass alle Gegner in einem kegelförmigen Bereich um dein Ziel getroffen werden. Je höher deine Treffer-Serie, desto größer ist der Kegel. Okay. Drücke C, wenn dein Treffer dir aufgeladen ist, um aufzuhören, auf einen Uruk zu wirken. Jetzt mit dieser Todesdrohung ist natürlich auch nicht verkehrt, ne, um epische Runen zu kriegen. Ist alles nicht verkehrt. Die Fähigkeit, einen Schlag einzustecken, ist auch nicht verkehrt. Das hier sowieso. Hm. 5480 für die nächste Stufe. Das ist viel. Aber ich glaube, das hier ist gar nicht mal so schlecht. Wie denn das? Ach, wir haben noch einen Fähigkeitspunkt. Ja komm, dann machen wir die Todesdrohung noch. Oder das mit diesen kegelförmigen Dings da. Das wäre nämlich auch nicht schlecht. Gerade bei diesen ganzen Schildleuten. Machen wir das. Okay, damit hätten wir aber schon ein bisschen was. So, die Hauptmission ist gesperrt. Hätten wir noch den Gollum. Den folgen wir jetzt einfach mal. Wo sind wir überhaupt? Da. Ja, das ist ja in der Nähe. Ich danke dir. Es gibt all. Dreimal Befreiung. Das gibt alles XP. Wir müssen einfach viel kämpfen. Genau den richtigen ausgewählt. Auf den Turm!
kommt der wieder hoch hier? Danke, dass du dort auch nochmal hochgekommen bist. Okay, bevor wir jetzt mit dem Teil anfangen, ist leider auch schon wieder die Aufnahmezeit rum. Und ich muss mich eigentlich schon wieder bettfertig machen, weil ich wieder morgen wieder früh raus muss. Schade. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Morgen Abend werde ich nochmal eine kleine Aufnahmesession machen können, aber das war's dann auch wieder. Für mindestens 2 Wochen. Okay. Danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich meine, wenn dieser Teil hier online kommt, es sind 2-3 Monate schon wieder her. Da habe ich schon längst wieder neu aufgenommen. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Vergesst kein kostenloses Daumen nach oben und ein Abo dazulassen, falls ihr das noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder hier zurück bei Mordaschatten in Mittelerde. Viel Spaß auf meinem Kanal und auch mit meinen anderen Let's Plays. Bis dann. Tschüss.